Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tech It Light Plus, die 7. Staffel, ganz unabhängig. Und guck mal, was die hier schon gemacht haben. Alter, weißt du, wir machen uns hier Mühe, so eine Hauswand zu machen und diese Scheißdinger da, ne? Weißt du, da könnte man kotzen, weißt du? So, pass mal auf, wir werden jetzt Folgendes tun. Als erstes schaue ich mal Quartz Grinding Stone, wir brauchen 2 Steine. Bedeutet, ich kann so oder so mir mal die Mühe machen und, hier ruhig mal einen Stack Kohle reinwerfen. ein Stack Pflasterstein und 8 Kohle reinwerfen. 2 Steine brauchen wir. Wir brauchen 3 Cobblestones. Ein Holzzahnrad brauchen wir auch nochmal. Das sollte ja eigentlich schnell gemacht sein. Da gibt es ja auch ein Achievement für, oder? Gibt es das hier noch nicht? Ne, das gibt es hier noch nicht. Okay. So ein Holzzahnrad hätten wir. Wir haben Quarzdust. Und der Rest, ja, 3 Steine halt, ne? Mal hier. So. Was mal. Ach so, wir hatten sogar. Boah, gar nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte die alle schon verbaut. Quatsch, ich habe auch neue rausgeholt. Ich faggot. So, pass mal auf. Jetzt haben wir das Ganze so schon. Und alles, was fehlt, ist halt jetzt noch eine Wooden Crank. Das ist ganz schön crank. Pass mal auf, ich mache hier mal ein paar mehr Sticks, als wir überhaupt brauchen. Für die Crank, aber man hat man schon mal was im Inventar für schlechte Zeiten. So, bauen wir die hier einfach erstmal auf, setzen die Crank drauf, so ein bisschen verbuggt ist das Ganze. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So, und dann werden wir hier jetzt mal das Gold reinwerfen, weil Gold funktioniert hier auf jeden Fall. Und werden das Ganze mal zermahlen. Ich weiß, das wird jetzt vielleicht ein bisschen langweilig sein hier. So, ich mache das mal mit der linken Hand, damit ich mal eben in dem Moment einen trinken kann hier. Ein Wodka. Ah, Wodka. Damit ich auch schön einen Alkoholpegel aufbaue in dem Let's Play. Was wäre ich ohne meinen Alkohol? So, da haben wir schon 4 Golddust. Wir haben ja 4 Erze gehabt, bedeutet wir hätten 4 Barren rausgekriegt, hätten wir das ganz normal in den Ofen getan. So, und jetzt kriegen wir, mal gucken, wie viel wir rauskriegen, ob wir das Doppelte rauskriegen. Ich bin mal gespannt. Bei dem Grinding Stone hier in der Version bin ich mir noch nicht so sicher, wie das Muster ist, ehrlich gesagt. Ein bisschen dauert es auf jeden Fall, bis wir das hier mal durch haben. Geduld, Geduld, meine Freunde, Geduld. Dafür haben wir dann halt mit wenig Aufwand, aber ein wenig mehr Zeit irgendwie das Ganze mal hingekriegt. Da das. Ja. Als ob ich das weiterhin drehen kann, obwohl der schon fertig ist, ey. Ich hätte ja hier ewig gestanden. Das wusste ich gar nicht, dass es hier schon so ist. So, wir machen, also wir haben das Doppelte gekriegt. Das ist doch schön. So. Jetzt wird's wieder Nacht. Meinst du, ich hätte richtig, richtig gerne Wolle? Ach, guck mal, wir haben Flexseeds, ich Idiot. Frag mich, wie wir Wolle kriegen und hab Flexseeds im Inventar. Hat bestimmt schon einer gesagt. Benutzt sie doch mal. Ja, ja. Vielen Dank, wenn das einer geschrieben hat, aber zu spät. Was heißt zu spät? Ich konnte es schlecht lesen, weil noch gar nichts raus ist. So, hier haben wir jetzt mal ein paar Flexseeds gesetzt. Und hier auch nochmal ein paar normale Seeds, so, damit das Ganze hier... Ich weiß nicht, ist das fertig? Nein, es war nicht fertig. GG Multi. Nimm auf, dafür kann ich jetzt aber das hier machen und das hier und das hier und das 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 und das. So können wir nochmal schnell ein Brot machen, damit wir hier nicht ganz so verhungern. Wir sind ja hier noch so richtig im, ich sag mal, Essensmangel. So, das ist doch schön. Pass mal auf, jetzt müsste das Gold auch fertig sein hier. Ich nehme die 7 schon mal raus. Mann, ey, ich bin so richtig, richtig krass paranoid geworden hier. Weil hier die Creeper dauernd von jeder Seite kommen, ne? Du fühlst dich hier nirgendwo sicher. So, wir haben einen Rift Remover. Ich hoffe, dass das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jetzt sehe ich die nicht mal mehr, ey. Ich muss vielleicht bis zum Tag warten. Hier, guck mal hier. Und weg ist er. Ach, guck mal, hat das gleich für alle funktioniert hier? Irgendwie nicht.
Sah aber so aus. Ich weiß, wir hätten hier zwar eine Enderman-Farm aufbauen können. Weißt du, die spawnen ja hier unentwegt, aber... Ganz ehrlich... Das muss ich nicht haben. Guck mal hier, die verschwinden auch schon. Da hinten ist aber noch was. Das müssen wir noch wegtun hier. Das geht so nicht. Als wenn die sich verbreiten mit der Zeit, ne? Ich hoffe, das war's. Der Rift Remover ist auch seinem Ende entgegengekommen, schon fast. Da hinten ist noch einer. Den müssen wir noch loswerden. Oh, guck mal, hier ist auch noch Lava. Jetzt. Muss man merken, dass wir hier überall Lava haben, die wir benutzen könnten. So. Ich höre eine Spinne, das ist schön. So, den holen wir uns auch nochmal hier, oder auch nicht. Schnell weg. Der folgt uns ja sowieso. Oh, oh. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Ja, natürlich teleportiert. Ja! Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Haha! Und droppt nicht mal was, ey, der Penner. So. Alter, das war ja mal wieder knapp. Hatte ich nicht ein Brot gemacht? Schon gegessen, was? Ist ja ärgerlich. Muss ich mal eben das Steak wegknacken hier, sonst sterbe ich hier irgendwann noch. Bei den ganzen Viechern, weißt du, da ist unser Schwert auch schon kaputt gegangen. Ärgerlich. Auf, ich mache nochmal schnell ein neues Schwert hier. Das ich nicht mag, noch gar nicht gut. Wir bleiben erst noch bei Steinen. Ich will hier nichts riskieren. So. Uranonite haben wir auch. Das tue ich mal weg. Und Kupfer und Zinn und sowas. So, Steine haben wir auch. Das ist doch schön. So, 6 Zertusquarz haben wir. Wir haben 4 Osmium-Ingots. Die kann ich gleich mal benutzen. Gold haben wir auch da. Green Sapphire. Ach, guck mal, können wir ein Saphir-Schwert gleich nochmal machen. Das muss ich mir merken. So, Spinni, 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 Spinni. So, ein bisschen Fäden gibt es auch dazu wieder. Das ist doch perfekt. So, dann nutzen wir die Zeit und werden jetzt mal ein paar Steinstufen machen. Hier, die reichen nämlich. Ganz sicher nicht. Hier ist irgendwo noch ein Creeper. Der guckt hier oben irgendwo noch rum. Keine Ahnung wo, aber irgendwo hier guckt noch ein Creeper rum. Kannst du sagen, was du willst. Noch mehr Fäden hier? Nee. Gut. Behalte ich auch im Inventar, dass ich direkt sehe, wenn wir was haben. So, pass mal auf, jetzt werden wir Quarzdust wegtun, Nikolit wegtun und ich werde ein paar Steine mal eben hier wieder machen. Machen wir mal ruhig 8. So. Und dann machen wir das Ganze mal richtig schön. So, gucken hier. Da haben wir zum Beispiel schon mal ein Skelett. Das knacken wir zum Beispiel gleich als erstes weg. So, die Spinne da. Und wir haben wieder genug Wolle für einen Faden für... Genug Wolle für eine Wolle... Richtig schön schlecht einfach heute. Genug Fäden für eine Wolle. Mein Gott, ey. Guck mal, hier ist ja nochmal so ein Ding, ey. Ich hoffe, das war's jetzt, ne? Wenn nicht, dann muss ich gleich nochmal auf Enderman-Jagd gehen. Weil, ey, das kann so nicht bleiben. So, Knochen haben wir hier. Können wir mit Bone Meal hier nachhelfen? Nein, können wir nicht. Okay. Dann machen wir das hier mit ganz einfachen Tricks. So.
Dann haben wir nämlich 6 Weizen, 11 Samen dazu gekriegt und können unser Feld hier gleich mal so richtig schön bepflanzen. So, da hinten waren noch Endermans. Ich würde mir hier ganz gerne einen nochmal mitnehmen von den Viechern. Stellt ihr mal vor, Endermans wären Gruppentiere wie Wölfe. Und die würden einfach irgendwann alle auf dich losgehen. Das wäre ja mal so richtig schön scheiße. So, wie sieht das denn aus hier überhaupt? Ist hier noch ein Rift, weil hier so viele rumstehen? Ich hoffe, ich gucke hier keinen an. Ich sehe jetzt hier auf den ersten Blick keinen Rift. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die einfach so hier noch rumstehen. Ansonsten wäre das echt ärgerlich, weißt du? So. Also nochmal ein neuer Versuch. Gut, wenn wir das 3 hoch machen, bedeutet, dass ich die Wand noch mindestens hier hinziehen muss. So, bedeutet, wir wollen ja da eine Decke haben. Fragt sich nur, woraus macht man da eine Decke, ne? Ich meine, wenn wir Holzboden und eine Steinwand haben, dann müssen wir noch irgendwie eine Decke machen, eine gute. Irgendwas Schönes, aber auch Einfaches. Ich mach gleich wieder ein paar mehr Steine. Ich habe schon wieder Verfolgungswahn hier. So, wir haben jetzt 2 Wolle. Mühselig, aber irgendwann wird das schon klappen. So, pass mal auf, das haben wir auf jeden Fall. Das haben wir auf jeden Fall. Eine Enderperle, die werden wir jetzt hier mal verstauen. Die werden wir brauchen später, eventuell. Achso, und die Brote wollte ich mal eben schnell machen. So, jetzt haben wir nämlich 2 Brote nochmal auf Tasche. Dann verhungern wir hier nicht ganz so schnell. Und, meine lieben Freunde, und... Dann, was machen wir als Decke? Ich dachte erst so an Sandstein, aber nee. Vielleicht ganz einfach, Birkenholz? Sieht das gut aus? Nee, ich glaube, das passt nicht. Vielleicht einfach so Pflastersteine als Decke? Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. So, als Decke sieht das blöd aus? Nee, ich glaube, damit kann man erstmal leben. Damit kann man, glaube ich, wirklich erstmal leben. Bedeutet natürlich, dass wir hier gleich noch mehr Cobblestones farmen müssen. Ich mache das Ganze hier erstmal hier in dieser Ebene hier, damit wir hier irgendwie, keine Ahnung, vielleicht haben wir hier Platz für den Keller. Wir schauen dann einfach mal. So. La 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 la. So, damit wir das Ganze hier so richtig, richtig schön machen. Wenn wir dann die ersten Sachen gefarmt haben, so an wertstoffmäßigen Aspekten, momentan geht das sogar schon ganz gut, könnte man vielleicht dann irgendwann auch mal Stromzeugs anstreben. Problem ist natürlich, wir haben hier auch nur begrenzte Sachen, die wir nutzen können, weil die Version hier auch etwas älter ist. Ist aber für mich auch ganz ehrlich eine Art Reiz. Ich weiß ja gar nicht, wie ihr das denkt. Viele sagen immer, oh, das Neueste ist das Beste und immer so, neu ist gut und alt ist automatisch schlecht. Ich weiß gar nicht, wie man so eine Denkweise haben kann. Das ist ja das Dümmste überhaupt, was ich jemals gehört habe, weißt du? So, pass mal auf, wir werden das Ganze aber noch größer machen. Das passt mir so, ehrlich gesagt, noch nicht in Kram. Das hier zum Beispiel, das wird noch Wand und dann hätte ich hier ganz gerne Wand. So, dann machen wir das Ganze nämlich mal so. Und dann machen wir das Ganze mal eben so hier. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das dann vorstelle. Hier hat man 3. Ich mach das hier erstmal symmetrisch. Später wird das nicht mehr ganz so gut klappen. Oder auch doch, ich weiß es noch nicht. So. Bedeutet, hier kommt auch noch was ran. So, 1, 2, 3, 4. Und die Mauer, Quatsch, die Decke kommt dann so hin. Und das Ganze, das wird dann etwas schwierig, aber sollte dennoch machbar sein, alles. Pass mal auf, das werden wir dann nämlich zum Beispiel einfach dicht machen hier. So. Gut, soweit so gut. Das sieht mir ein bisschen zu unnatürlich aus hier. Machen wir das Ganze mal so. Und machen wir das Ganze mal so.
Und dann setzen wir das Ganze mal hier so ran, damit das Ganze halbwegs natürlich aussieht hier gleich. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und das Ganze wird dann hier einfach drauf fortgesetzt. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen muss. Wenn das vielleicht ein tiefer setzen soll, nicht Idiot. Dann wäre das Ganze weitaus besser gelaufen, aber ist jetzt nicht ganz so schlimm. So. Dann werden wir das nämlich auch erstmal so machen. Ich lasse hier erstmal zubauen hier. Das kann man dann auch später erstmal zubauen. Ich lasse es erstmal. Ich brauche den Dreck jetzt für andere Sachen. Und dann ist es halt so, dass wir hier jetzt auf jeden Fall hier zumindest schon mal Dreck setzen. So. Ob ich das dann hier vorne drauf mache, weiß ich noch nicht. Ich glaube schon. Ich überlege sogar, ob ich das dann so ein bisschen vorsprungmäßig mache. Wie genau ich das meine, das werdet ihr dann schon noch sehen. Als erstes brauchen wir auf jeden Fall Holz. So. Schöne Version, da kannst du hier alles noch instant abbauen hier. Neuen Tree Capitator Version ist es ja nicht mehr ganz so leicht. Da dauert das Fällen eines größeren Baumes natürlich auch etwas länger. Wahrscheinlich auch die bessere, fairere Methode. So, Steine machen wir auf jeden Fall genug, das ist doch schön. So, pass mal auf, dann machen wir mal 10. Sprich 60 Steine. Im Prinzip ja nur 30. So. Das wird echt ein bisschen schwierig gleich. Das wird echt ein bisschen schwierig, aber machbar. Total machbar. Da wir ja nicht doof sind, ne, machen wir das Ganze hier richtig schön an die... an das Environment, ne, an das Environment angepasst. Sprich, ich würde vielleicht das Ganze mal... Na, 3 oder 4, ich mach mal 4. So. So bedeutet natürlich auch, dass wir das Ganze so machen müssen und die Folge ist schon viel zu lang. Oh mein Gott, ah. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuschauen. Denkt dran, ein Like dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Und einen Kommentar, wenn ihr irgendwann mitmachen wollt, dann seid aktiv. Ha. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.